liebe Studierende der Vorlesung praxisorientierte Einführung in die angewandte Mathematik. Sie sehen, wir sind alle noch etwas eingeschränkt, aber ich möchte Ihnen vor Beginn der Vorlesung zumindest ein paar Informationen auch auf diesem Wege zukommen lassen. Mein Name ist Frank Wümmeling, ich bin Mitglied im Institut für angewandte Mathematik, Bindestrich, Analysis und Numerik und ich vertrete dort das Fachgebiet inverse Probleme und medizinische Bildverarbeitung und naja, vielleicht fragen Sie sich direkt schon mal, was hat medizinische Bildverarbeitung mit angewandter Mathematik oder überhaupt mit Mathematik zu tun? Und das ist so eine der Fragen, die wir in diesen Einführungen so ein bisschen klären wollen. Zunächst mal, viele von Ihnen sind alle Lehramtskandidaten, hoffe ich zumindest. Dies ist eine Vorlesung für Lehramtsstudierende. Und ich weiß, es ist bei Ihnen keine besonders beliebte Vorlesung. Ich muss zugeben, ich verstehe das eigentlich nicht so ganz, denn wenn Sie mal in der Schule stehen, dann wollen Sie mit Sicherheit Ihren Studien oder Ihren Schülern auch irgendwann mal sagen, dass das, was Sie lernen, noch tatsächlich angewandt werden kann. Ich gebe zu, die Anwendungen, die wir hier betrachten werden, kann man häufig nicht eins zu eins tatsächlich in die Schule übertragen. Aber erstmal, das Erste ist, Sie sollten in jedem Fall einen Hintergrund haben. Das heißt, Sie sollten wissen, wo diese Sachen tatsächlich angewandt werden, wo Mathematik in der Realität, in der Anwendung tatsächlich vorkommt. Und das andere ist, denken Sie dran, Sie müssen auch mal zum Beispiel Facharbeiten stellen, in denen Schüler etwas über ihren normalen Horizont heraus betrachten sollen. Und Sie wollen vielleicht nicht zum 25.000. Mal die Schüler komplexe Zahlen einführen lassen. Da ist für viele, gerade die auch vielleicht Physik als Nebenfach haben, tatsächlich die angewandte Mathematik ein sehr interessantes und sehr attraktives Fach. Und ich weiß, dass das viele getan haben, also viele ehemalige Studierende aus dieser Vorlesung tatsächlich dann in der Schule solche Aufgaben gestellt haben mit den Themen, die wir hier besprechen wollen. Und ich glaube, die sind damit ganz gut gefahren. Darüber hinaus, also ich habe jetzt gerade Rückmeldung von einem Studierenden bekommen, der jetzt im Referendariat ist, der seinen ersten Unterrichtsbesuch bei dem er Matrizen einführen sollte, Beispiele für Matrizen einführen sollte, tatsächlich das Beispiel der Google-Matrix genommen hat, das wir hier auch uns anschauen werden und dass auch das bei den Schülern tatsächlich sehr gut angekommen ist. Und insofern ist das, was wir hier tun, vielleicht gar nicht so weit entfernt von der Schule, wie Sie vielleicht im ersten Augenblick denken. Zunächst mal zu den Themen hier. Viele von Ihnen sind im 10. Semester oder zumindest in dieser Größenordnung. Das ist eigentlich nicht besonders gerechtfertigt, denn der Stoff dieser Vorlesung wird sich drehen im Wesentlichen um die ersten beiden Semester Ihres Studiums, also Ihres Bachelorstudiums. Wir werden uns hier Aufgaben der Analysis, Analysis 1 im Wesentlichen und Aufgaben der linearen Algebra anschauen. Und werden uns dann anschauen, wie man das tatsächlich auf den Rechner bringt, wie man das in der Realität tatsächlich lösen kann. Das werden wir tun anhand von Beispielen, von konkreten Beispielen. Und wir werden sehen, diese konkreten Beispiele erfordern, dass wir tatsächlich alte Hilfsmittel, alte Werkzeuge aus den alten Vorlesungen auf den Rechner bringen. Und das werden wir dann tatsächlich auch tun. Zentraler Punkt dieser Veranstaltung sind gewöhnliche Differentialgleichungen. Einfach deshalb, weil in der Natur, in der Anwendung tatsächlich diese gewöhnlichen Differentialgleichungen oder partielle Differentialgleichungen, aber Sie haben wahrscheinlich im Wesentlichen gewöhnliche kennengelernt, gewöhnliche Differentialgleichungen tatsächlich das Hilfsmittel sind, um die Natur zu beschreiben. Das heißt, wir werden auch damit so ein bisschen anfangen. Das erste Kapitel wird sich um Modellierung drehen. Also wie kann ich Mathematik tatsächlich erstmal überhaupt in die Anwendung reinbringen? Und anschließend werden wir uns dann fragen, okay, wie können wir diese Aufgaben, diese mathematischen Aufgaben, die wir da jetzt bekommen haben, wie können wir die tatsächlich in der Realität lösen?
Einige Verwaltungs- oder administrative Informationen habe ich für Sie zunächst mal zu den Altberechtigungen. Falls Sie eine Klausurberechtigung schon in einer anderen Vorlesung, das heißt also in der Vorlesung numerische lineare Algebra oder numerische Analysis oder in einer alten Vorlesung Numerik für Lehramtskandidaten erworben haben, dann müssen Sie grundsätzlich nicht in dieser Vorlesung noch einmal die Klausurberechtigung erwerben. Das steht so in der Prüfungsordnung. Ich rate Ihnen aber dringend, die Übungen unbedingt mitzurechnen. Die Klausur wird sich zu allergrößten Teilen beziehen auf Aufgaben, so wie sie tatsächlich auch in den Übungen vorgerechnet wurden oder in den Übungen gemacht wurden. Und die Übungen sind später eine wunderbare Vorbereitung für die Klausur. Falls Sie eine Altberechtigung haben und in diesem Semester nicht noch einmal eine Berechtigung erwerben wollen, bitte schreiben Sie mir kurz vor Beginn der Klausur dann einmal, in welchem Semester und bei wem Sie diese Berechtigung erworben haben, weil ich das nachprüfen muss. Dann zu den Übungen. Die Uhrzeiten und zwar stehen schon im Quizpost. Wir werden das alles aber erst einrichten, kurz vor Beginn des Semesters, wenn ein bisschen klarer ist, wie denn die Vorlesung tatsächlich ablaufen wird. In jedem Fall ist schon klar, die Ausgabe und Abgabe der Übungen wird am Montag erfolgen. Das heißt, also montags werden die Blätter ausgegeben. Eine Woche später sind sie wieder abzugeben. Ich stelle mir momentan vor, dass wir montags tatsächlich um 8 Uhr allerspätestens die Übungsblätter herausgeben und dass die am nächsten Montag bis nach der eigentlichen Vorlesung, also entweder um 10 oder um 12, abgegeben werden müssen. Okay, wir wissen im Augenblick noch nicht genau, wie diese Vorlesung ablaufen wird. Ein paar Informationen dazu finden Sie jetzt schon im LearnWeb. Bei den Übungen machen wir es wie immer. Die bearbeiteten Übungen sind abzugeben. Diesmal nicht online und nicht in Briefkästen, sondern im LearnWeb direkt. Dazu werden Sie weitere Informationen bekommen. Die Bedingungen für die Klausurzulassung sind dieselben wie immer, nämlich 50% der Aufgaben sind zu bearbeiten, beziehungsweise 50% der Punkte sind zu bekommen. Und bei den Programmieraufgaben haben wir die besondere Regelung, dass grundsätzlich jede Programmieraufgabe zumindest irgendwie zu bearbeiten ist. Das heißt, also jeder von Ihnen sollte wirklich auch diese Programmieraufgaben einmal sich zumindest dran setzen und das versuchen und einen sinnvollen Versuch abgeben. Es muss nicht komplett richtig sein, aber Sie sollten tatsächlich jede dieser Aufgaben tatsächlich mal angefasst haben. Ich werde keine Musterlösungen rausgeben, sondern wir werden entweder, wenn wir Präsenzübungen haben, tatsächlich das in den Übungen vorrechnen. Wenn wir keine Präsenzübungen haben, werden wir online in Videos die entsprechenden Aufgaben vorrechnen. Das heißt, die Übungsleiter werden das im Wesentlichen tun. Ich habe gerade schon die Programmieraufgaben angesprochen. Viele Leute haben Angst vor diesen Programmieraufgaben und vor diesem Programmierteil. Dazu gibt es überhaupt keinen Grund. Erstmal ganz klar, bei mir ist es so, ich sehe, dass der zentrale Punkt dieser Vorlesung ist Mathematik und nicht Programmieren. Das heißt also zum Beispiel auch ganz klar, es werden bei mir keine Programmieraufgaben in der Klausur vorkommen. Trotzdem empfehle ich Ihnen unbedingt, diese Programmieraufgaben tatsächlich auch zu bearbeiten. Und der Grund ist einfach, Sie verstehen Algorithmen, Sätze, die wir hier die ganze Zeit über machen werden und die wir uns anschauen werden, sehr, sehr viel besser, wenn Sie mal gesehen haben, wie das tatsächlich programmiert, was zum Beispiel Instabilität heißt. Ja, also wenn wir sagen, ein Algorithmus ist instabil, dann heißt das, er funktioniert eigentlich nicht wirklich. Das heißt, mathematisch geht er,
aber wenn man auf den Rechner bringen wollen, dann geht es überhaupt nicht mehr. Das ist wichtig, dass man das mal gesehen hat, mal ausprobiert hat, warum solche Sachen manchmal einfach nicht funktionieren oder auch was ineffizient heißt. Ja, natürlich können Sie eine lineare Gleichung lösen mit der Cramerschen Regel. Sie werden aber ganz schnell feststellen, bei den typischen Aufgaben, die wir betrachten, das heißt also mit Matrizen, überhaupt Gleichungssystemen, mit tausenden Millionen von Gleichungen, da kommen Sie nicht besonders weit. Und da müssen Sie vielleicht auch mal gesehen haben, okay, das kann man relativ einfach programmieren, aber nachdem ich dann eine Stunde gewartet habe, kein Ergebnis habe und mit einem anderen, vielleicht sogar einfacheren Algorithmus innerhalb von Sekunden, Bruchteilen von Sekunden eine Lösung bekomme, das ist schon etwas, was ich ganz gerne hätte, dass Sie das auch wirklich mal sehen. Okay, das heißt also, auf der einen Seite brauchen Sie keine Angst davor zu haben. Auf der anderen Seite ist es so, die Programmierung ist Teil Ihrer Ausbildung. Ich muss tatsächlich garantieren, dass das einen wesentlichen Anteil dieser Vorlesung auch einnimmt. Und so wird es dann tatsächlich auch sein. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie diese Programmieraufgaben in Python lösen. Python ist im Grunde genau dasselbe wie das, was Sie bereits in Ihrer alten Vorlesung, ich glaube im dritten Semester bei Herrn Zerpe, mit Sage kennengelernt haben. Und ich werde Ihnen ein relativ einfaches Programmiersystem zur Verfügung stellen, das wir auch in einem weiteren Video, weiteren Videos, weiteren Erklärungen noch, noch beschreiben werden. Und dass es nicht erfordert, dass Sie irgendwas bei sich selbst installieren müssen, sondern ich hoffe, dass Sie einfach direkt mehr oder weniger damit klarkommen und direkt damit Sachen ausprobieren können. Und das ist der zentrale Punkt dieser Programmieraufgaben. Okay, aber das sind die Sachen, die mir eingefallen sind, die normalerweise administrativ gefragt werden bei der Einführungsveranstaltung. Wenn ich was vergessen habe, schreiben Sie es am besten, am liebsten ins Forum und da kann ich das für alle beantworten.